bevor das Video losgeht, gebt doch einfach ein Like, falls es euch gefällt und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr mehr hiervon sehen wollt. Sims 4 ist in einer kurzen Pause, aber kommt die Tage wieder zurück. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Rock of Ages 2, zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ja, letzte Folge ging ordentlich was ab, wir haben gegen Van Gogh gekämpft, haben aber leider dadurch irgendwie überhaupt keinen neuen Weg freigeschaltet. Bisschen schade, ich würde sagen, wir machen heute mal dieses Level hier. Das ist Garten Eden. Okay, warum nicht? Wieso steht eigentlich immer Krieg? Was heißt das? Ist das ein Modus? Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, betreten wir mal die Arena. Wursch. Lol. Passt zur Hölle. Ich hätte es gefeiert, wenn man hier selbst steuern kann. Nein! Nice, Alter. Teufelsschlange ist nur noch Level 16. Und entwickelt sich Teufelsschlange weiter? Ach, oh, schade. Dann kämpfen wir halt gegen Adam und Eva. Warum auch nicht? Hey, der Humor ist immer noch geil. Okay, wir haben letzte Runde diesen Ball freigeschaltet. Der sieht irgendwie nicht so praktisch aus. Deswegen nehmen wir einfach nochmal genau denselben wie letztes Mal. Mit derselben Taktik hat der ganz gut funktioniert. Ja. Ich bin bereit. So, wo haben wir denn deren Ziel? Da. Perfekt. Oh, ich habe aus Versehen einen Blitz gemacht. Okay, hier können wir nichts mehr setzen. Das heißt, wir machen mal eine Kanone an beiden Wegen hier. Und hier nochmal ein bisschen Kühe hin. Einfach damit die gegen Ende nochmal ein bisschen geschwächt sind. Oder er oder was auch immer. So, dann hier nochmal ein bisschen Kühe. So, hier haben wir dann nochmal, stellen wir ein bisschen hier hin, Quelle für eine Bank. So, wenn wir Glück haben, dann wird die Bank jetzt mal gesetzt, damit wir uns eine weitere holen können. Denn Geld ist wichtig, Leute. Das braucht man. Bank, wird gefälligst gebaut. Du bist doch schon fertig. Wir müssen Geld kriegen. Jetzt kriegen wir kein Geld. Jetzt kriegen wir Geld. Komm bitte, macht's schnell. Ich will Geld kriegen. Ja. Noch einmal. Dreimal. Jawohl. Perfekt. So, dann würde ich sagen, können wir gleich schon. Der Ball ist nämlich jetzt schon fertig. Zack, boom, bam. Bitte. Ball wird fertig. Komm. Danke. Ach du Kacke! Och nein. Nein! Und Gott hat mich wieder gesetzt. Ist das überhaupt Gott? Ich weiß es nicht. Ach Gott! Die Wand hat mich gerettet. Ja, diese Map ist natürlich ein bisschen gefährlich! Oh nein. Okay, keine Abkürzungen nehmen, die riskant sind. Okay, ich bin bisher noch auf kein Hindernis von denen gestoßen. Nein! Oh Gott. Ich bin so schlecht, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nein! Wie oft bin ich schon runtergefallen? So, dann halt hier lang. Warum auch nicht? Und sie smashen durch irgendwelche Sachen durch. Und das war mein Handy. Falls ihr das gehört habt, tut mir leid. Nein, tut's nicht. Lol. Und ich fall schon wieder runter. Oh.
Was zur Hölle ist das? Ist das ein Wal? Ach nein, das ist schon deren Ziel. Zack! Nice, Alter. Oh, ich glaube, die haben sogar mehr Schaden gemacht. Jetzt hört auf mit zu schreiben. Bitte! Das ist nicht so nice. Und hier nochmal ordentlich Kühe hin. Damit die nochmal ordentlich verkacken. Hier auch. Und dann hier nochmal irgendwie ein Kanonenturm hin. Und dann hier so hin. Damit die schön abgeballert werden. Zack, boom, bam. Und falls du dann hier landest, bist du auch tot. Muh, ah, ja. So, noch eine Bank. Haben wir noch irgendeine freie Fläche? Sieht stark danach aus. Was ist denn das? Okay. Stehst halt hier hin. Sonst stehen alle unsere Banken noch. Ach so, man kann mehrere Banken setzen. Nee, kann man nicht. Hm, schade. Komm. Bitte, mach den Ball fertig. Nice, Alter. Los. Jetzt weiß ich, was man tun sollte und was nicht. Wollte ich sagen. Wenn das wahr wäre. Hört auf, mir zuzujubeln. Ich schaff's eh nicht. Man darf irgendwie nicht zu schnell sein. Und man muss auch ordentlich auf die Kurven achten. Die Dinger machen einen Windstoß. Nein! Ich habe das Gefühl, manchmal muss man runterfallen. Vor allem, wieso sind wir überhaupt so weit in der Luft? Ist das das Zuhause von Adam und Eva? Falls ihr euch fragt, ob ich gläubig bin. Nein, bin ich nicht. Aber ich glaube, das merkt man auch so. Ah! Aber ich habe nichts gegen Gläubige. Nicht falsch verstehen. Ich lasse jedem sein Glauben. Zack, boom, bam. Tastatur spammen am Start. Gott, nein. Gott, Hilfe. Nein, das ist ein Wal. So, komm. Komm, 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 komm. Ja, Mann. 187 Schaden. Jetzt sind sie One-Hit. So, wo sind sie? Fast beim Ziel. Jawohl. Haha. Und jetzt nochmal schön gegen die Kühe und schön runterfallen. Und? Komm. Nein, schade. Ja. Schön nochmal runterfallen. Nein, er wird hier respawned. Wieso? Wie unfair. Ach, wie unfair ist das denn? Och, Menno, Leute. Das sollte doch nicht so sein. Dann halt noch mehr Kühe. Ich brauche mehr Kühe, Alter. Alter. Dann nochmal hier so schön nach hinten ballern. Mit allen möglichen Mitteln aufhalten, bitte. So, jetzt einfach möglichst schnell sein, denn die sind ja wirklich gerade erst angekommen. Das heißt, wenn ich schnell bin, besiege ich die. So, noch bin ich nicht runtergefallen. Beste Runde jemals. Nice. Komm, 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 komm. Puh, hier bin ich immer runtergefallen. Und unter immer versteht sich zweimal. Ah, nein! Ah, Ballon. Come on, guys. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Schon wieder dieselbe Stelle. Und möglichst noch nach vorne fliegen. Damit ich schön wenig Anlauffläche habe. Ja, 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 jawohl. Alter, da sind sie ja. Hey Jungs, was geht ab? Die zwei sind einfach noch nicht mal losgefahren. So, ich mache da mal hier schön noch alles kaputt. So, in eure Gesichter.
Dieses Geräusch immer. Ja, Mann, jetzt haben wir die besiegt. So, Leute, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ihr mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.